Granate, Hilfe. FM. Sie einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Oh je. Yeah. Ja, gute Besserung, ey. Guten Abend, Chiroxus. Wobei brauchst du mentalen Beistand? Was ist los? Sprich dich aus. Einen wunderschönen guten Abend. Ulamatz, einen wunderschönen. Was geht? Jetzt will ich aber noch ein anderes hören. Was Bluebird?
Du Bird. Ja. Bam, 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 bam. Letzte zwei Spiele in Season 4 stehen an. Eieieiei. Worum geht's? Ja, wir machen jetzt eine Karriere mit Viktoria Köln. Wir sind in der dritten Liga gestartet. Obviously. Schalke aktuell 6. Punktgleich mit 5. und 7. Letzter Spieltag gegen Gladbach 3. Brauche ich dringend Punkte. Um 6 zu halten, danach Europapokalfinale gegen PSG. Oioioioioioioi. Your aim. And the sky. I see. Sky above. Ja, dann, let's go. Ne? Rein da. Ja, kurze Zusammenfassung, Pullermatz. Ich war gerade noch ein bisschen was am Nachdenken. Wir haben eine Karriere mit Viktoria angefangen. Ursprünglich. Die ist aber leider abgestürzt die ganze Zeit. Am 10. September. Und dann habe ich nochmal eine neue Karriere gestartet heute. Und habe simuliert bis in den September. Ohne Vorbereitung zu machen, ohne irgendwas zu machen, ne? Einfach bis hierhin straight up durchsimuliert und ne? Auf Tisch klopfen. Bis jetzt ist die Karriere nicht nochmal abgestürzt. Hat aber zur Folge, dass wir Vorletzter waren in der Liga. Ja, und jetzt haben wir uns wieder ganz gut gefangen, ja. Wir haben sehr, sehr viel gemacht. Wir haben einen Kredit aufgenommen, der sich hoffentlich nicht rächen wird. Wir sind jetzt vom 19. haben wir uns wieder auf den 10. Platz gespielt, sind damit absolut im Saison-Soll. Ja, es sind einige Laien noch unterwegs, sowohl auf unserer Seite als auch bei uns, ne? Also von uns weg und bei uns. Wir haben noch ein paar zukünftige Wechsel, die passieren werden. Die sind aber alle schon in der zweiten Mannschaft und so, die jetzt noch passieren. Ja, sonst ist eigentlich, wir haben jetzt im Winter, ne, der Winter war die erste Transferphase, die wir quasi jetzt in dieser Karriere machen konnten. Haben wir ein bisschen was geholt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ne? Wir haben hier jemanden verkauft. Hey, das Main, was geht? Danke übrigens für den Follow. Einen wunderschönen. Wir haben jemanden verkaufen müssen, den guten Kai Klefisch, der hätte sonst seinen Vertrag, wäre ausgelaufen bei uns und ich habe lieber die 300.000 nochmal mitgenommen. Ja. Wusstest du, dass auch Spieler mit 30 plus Alter einen Stern verlieren können? Ja. Ich glaube immer, oder? Also verlieren, also bekommen geht nur bis zu einem bestimmten Alter, aber ich glaube verlieren geht immer, oder? Also ich habe es persönlich noch nicht gesehen, aber das war so in meinem Kopf. Eins 1 gegen Gladbach auf 7 gerutscht. Eieiei. Absolut unterirdische Hinrunde. Dafür trotzdem noch gut gewesen in der Rückrunde. Passiert. Passiert. Wir waren auch komplett unterirdisch in der Hinrunde hier. Ja, wir haben richtig auf Small bekommen eigentlich durchgehend. Haben immer mal wieder Freundschaftsspiele zwischendurch gemacht. Um dann halt ein bisschen die Moral hochzuhalten und so. Sieht man auch. Und jetzt in der Rückrunde, seit dem Winter, seit wir ein paar Transfers machen konnten, ist wirklich
hat sich die Mannschaft nochmal sehr, sehr gut gesteigert. Ne? Alleine Rühle ist ziemlich gut reingestartet. Risse ist ein absoluter Fußballgott. Sontheimer, mittlerweile auch einer der wichtigsten im Kader. Wir haben Großkreuz gekauft für 23.000 Schnäppchen. Wir haben noch automatisch jemanden geliehen gehabt. Siebert, der hat sich aber direkt mal verletzt. Ja. Krasse Talente würde ich gerade eher noch nicht. Also wir haben für unsere Verhältnisse schon zwei ziemlich starke Talente bekommen. Zwei Siebener. Na, da werden wir jetzt einen zum Hängende Spitze trainieren lassen. Und einen auf Sturm. Diese haben beide nicht so die übelst geilen Charaktereigenschaften, aber er zumindest ist professionell, kann man immer gebrauchen. Er braucht halt Aufmerksamkeit, das ist nicht so tragisch. Na, aber 7-Sterne-Talente sind für uns halt momentan wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich habe momentan einfach mega Bock. Also so richtig Bock. Also sowohl auf den FM als auch auf Stream. Deswegen ist das eigentlich relativ easy. Ja, ich werde auf jeden Fall Andor schauen. Definitiv. Also die Trailer, die man bis jetzt gesehen hat, die sahen schon ziemlich geil aus, ey. Kommt auf die Mannschaft an. Also, wenn du so eine richtig geile Saison spielst, dann passiert das halt öfter mal, dass Spieler halt Talente dazu bekommen. Ja, Mike, ne? Gleicher Grund. Boah, wir sind schon 2-0 vorne. Boah, immer jeden Punkt mitnehmen. Jeden Punkt nehmen wir mit. Hauptsache, wir kommen weg von da unten, ne? Ich hatte schon echt Sorge. Ich hatte schon echt hart Sorgen, dass wir hier wirklich eine richtige Struggle-Karriere angefangen haben. Aber jetzt gerade sieht es wirklich gut aus. Wir sind auf 0 Tordifferenz. Wir haben echt richtig gut durchgezogen. Die Mannschaft passt mittlerweile echt gut zusammen. Wir müssen halt nur irgendwie das Gehaltsgefüge besser hinbekommen noch. Defensive war sehr, sehr stark jetzt. Freut mich riesig, ey. Nice. Die haben ein Eigentor gemacht noch. Wunderschön, ey. Havel ist halt auch ein Gegner, den wir auf jeden Fall besiegen müssen, ne? Mittlerweile. Wir haben ja schon eine ziemlich starke Truppe hier mittlerweile jetzt für die dritte Liga. Aber da gibt es halt immer noch so ein paar Kandidaten, so 1860 und so. Osnabrück zum Beispiel, ne? Die stehen so schlecht da, haben aber echt einen starken Kader. Na, dann mal ran gegen PSG. Ja, let's go, Junge. Holst du easy. Ah, wir machen hier eine richtig geile Truppe draus. Sontheimer ist richtig insane, ne? Hat doch schon 330.000 Marktwert. Ja, hier können wir nicht so wirklich mit dienen, ne? Dafür war der Anfang der Saison einfach viel zu trouble. Aber Stärke ist knapp dran, natürlich. Ja, Sensation, ne? Wusste ich, hab ich gerochen. Ja, Siebert wird hier als Flop eingetragen, weil er halt verletzt war jetzt. Aber Großkreuz, absolute Sensation. Sehe ich genauso. Ah? Ah ja, da sieht man doch die Mundwinkel mittlerweile, Junge. Da sind sie zufrieden, ne? Kann man auch mal sein hier. Oh, wir sind schon fast Level 2 als Trainer. Zu so später Stunde nochmal on, ja. Geht, Jonas. Alles gut? Kannst du dir nicht ausdenken? Oh nein. Was ist passiert?
Tag überstanden, sehr schön. Ja, ich habe eben noch ein bisschen Osu gespielt. Ah, bisschen Osu. Ich glaube jetzt 5 Stunden oder so. Gefühlt. Und jetzt dachte ich mir so, niemand da? Dann gehe ich schon nochmal live. Reihe 2 verloren, 85. Minute Siegtreffer für PSG. Oh, auch noch Draxler. Aber egal. Nächstes Jahr wieder angreifen. Let's go. Passiert. Finale wurde erreicht. All good. Gehört dazu. Oh, da krieg ich direkt wieder Bock, Full Metal Alchemist zu gucken, ne? Aber ich zieh momentan richtig hart One Piece durch, ey. Ja, dreimal Draxler ist dann wirklich so, na, aber naja. Es passieren so viele verrückte Dinge im Fußballmanager. Wenn wir nicht diese unfairen Gehälter hätten, ne? Ja, das Problem ist eher, ne, unser Youssef, ich hab's heute Mittag schon gesagt, der sucht eine neue Herausforderung, ne? Also mit ihm werden wir nicht verlängern können. Leider. Das heißt, nächste Saison läuft sein Vertrag aus. Das heißt, wir müssen uns da auch schon mal mit befassen, dass er halt dann ersetzt werden muss. Das wird ein bisschen bitter, weil er ist ein super Spieler und ein super Talent. Aber wir werden natürlich auch dementsprechend ein bisschen Geld für ihn bekommen. Müssen wir mal schauen. Aber das ist auch wird eine sehr, sehr, sehr bitterer Abgang. Aber solange wir ihn noch haben, werden wir ihn auf jeden Fall voll ausreizen. Seinen Marktwert so hoch wie möglich pushen und dann nächste Saison am Anfang im Sommer. Sayonara. Gegen Real im Viertelfinale gewonnen, also super Pokal. Der ist bei Sevilla. Wild. Hat er wieder seinen Vertrag nicht verlängert? Aber Real rauszuhauen ist auch schon stark. Ja, PSG nicht verlängert. Und dann im November zu Sevilla. Auch wilder Transfer, ne? Ist auch so ein Ding, das ist only Fußballmanager. Irgendwie ist mein Mikrofon da eben, bin ich gegengekommen. Ist zum Verschoben. Also die Jugend sieht auf jeden Fall schon gut aus. Für unsere Verhältnisse wirklich sehr viele Talente auf Mannschaftsniveau, ne? Stärke ist halt, ja, ne? Wir haben halt auch noch keine großartige Jugendabteilung oder sowas. Ich spiele jetzt übrigens gegen Duisburg und schau mal nach, guck, wir sind in einer überragenden Form und sind besser. Also stärker als Duisburg aktuell. In meiner Karriere ist Messi zu Sevilla. Wow. Richtiger Schnäppchenjäger bei Sevilla. No? Richtige Schnäppchenjäger. Ja, verrückt. Ba, 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 ba. Oh, die ist einfach so insane, ne? Aber ich will jetzt hier nochmal Glassy Sky hören. Das ist ein bisschen sad, das Lied.
Aber ich kriege immer Gänsehaut dabei. Ja, bei mir wechselt wahrscheinlich Neymar zu. Wir können mal gerade bei PSG gucken. Findet er unter PSG nichts? Doch, Gemma. Nö, Messi, Neymar, Mbappé, erste Saison, immer noch alle da. Keiner im Winter gewechselt. Ja, dann. Ja, Siebert muss ja sowieso erstmal wieder zur Form finden, ne? Nach seiner Verletzung. Ist auch gerade nicht stärker als die, die wir haben. Ja, ist eigentlich gut so, ne? Könnten wir eigentlich mal. Oh, imagine, wir gewinnen die alle, ne? Aber dafür müssen wir halt diese insane Form halten. Mal sehen, ob das möglich ist. Sonntheimer Junge. Marcel Risse mit der Vorlage. Fußballgott. Richtige Vorlage. Oh, richtige Vorlage. Fußballgott. Was machen wir hier? Was spielen wir für Fußball? Auf einmal. Hat der Manager mal wieder genau die richtigen Jungs hier geholt in den Kader, ne? Ah, oh, super. Gefällt mir richtig gut, ey. Boah, was wir für Fußball spielen. Was ist denn hier mit der Viktoria los? Sportpark Höhenberg. Ist der neue Tempel. In Köln. Shit. Ja, wild. Absolut wild, was wir momentan für Fußball spielen hier. Krass. Ja, Sontheimer. Fritz ist übrigens auch heftig. 3-0 gegen Duisburg gewonnen. Ja, moin. Oh, wir müssen, ich muss gleich lauter machen. Tut mir leid. Es ist voll spät, ne? Aber. Oh. Oh. Manager Level 2. Mach das, Pullermatz. Schönen Abend. Gute Nacht. Boah, diese. Weiß nicht, wie nennt man das? Geige? Ist das eine Geige oder eine Violine? Oder ich hab's keine Ahnung. Was ist. Oh. Jetzt. Nee, noch nicht. Ja, Risse übrigens, ne? Absoluter Leader momentan. Es könnte sich mal einer hier großkreuzen. Willst du nicht hier Führungsspieler werden oder so? Ich finde es so geil, dass Risse bei uns einfach der Leader ist, ne? Ich finde das so insane geil. Oh. Boah, ist das so geil. Break. Oh, jetzt kommt das. Ich muss noch ein bisschen lauter machen. Es tut mir leid für alle, die gerade schon im Nachtmodus sind, ne? Aber. Oh. Wir machen wieder ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, ich fühl Musik so hart, ne? Ich wollte gerade schon sagen, FM, wehe, du stürzt jetzt ab. Er wäre nicht verhältnismäßig gewesen. Also absolut nicht verhältnismäßig wäre das gewesen. Nein, warum hast du es gerade gesagt, Tyroxus? Warum? Du hast es gejinxt. 4 Tage Risse verletzt. Du hast es einfach gejinxt.
Ich meinte doch mein Talent. Naja, du hast es aber trotzdem angesprochen. Du hast die Verletzungsanfälligkeit angesprochen. Danke für den Follow übrigens. Willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Dann nochmal Bock, was Wiederholendes zu hören? Ah, ich habe dann allgemeines Ja aus dem Chat gehört. Warum ist mein Spotify hier nicht verbunden? Hör auf. Mir ist gerade mal eingefallen, ich kann es ja auch übers Handy machen, ne? Die Lieder wechseln und so. Kannst du bitte dich verbinden? Warum machst du das nicht? Es läuft gerade nicht wirklich Materia. Ach, nerv nicht. Nerv doch nicht, Mann. Mit Volvo jetzt schon länger nicht mehr. Aber einfach so, weil man halt andere Dinge macht, ne? Volvo ist ja immer noch eher beim Sega-Manager. Wenn man sich mal widerspricht, dann ist es wahrscheinlich wie immer. Eigentlich muss ich mal wieder mit Volvo quatschen. Hätte mal wieder Bock auf sein Impact. Ja, hatte ich jetzt einfach mal wieder Lust drauf, ne? Auch mal auf einen kleineren Verein. Ach, Rissheim, ey. Mann, jetzt haben wir keinen Fußballgott gegen Wiesbaden, Mann. Ah, muss es halt Günther Schmidt reißen, ne? Und unser Talent kann mal zeigen, was er drauf hat. Und wehe, wenn nicht. Ja, Torhüter ist, glaube ich, eine Frage, also ist auf jeden Fall auch eine Position, mit der wir uns in der nächsten Saison dringend befassen sollten. Weil Torhüter sind irgendwie, ich meine, alle unsere Torhüter sind irgendwie geliehen. Und Mielitz ist ja gegangen, vereinslos, keine Ahnung, der hatte wohl einfach keinen Bock mehr. Boah, unsere Form ist so insane gerade, ne? Ich hoffe, gegen Würzburg haben wir dann auf jeden Fall Dings wieder, Risse. Ego. Ah! Nee. Mach mal nicht. Mit Risse wäre das anders. Ja, Sonntimer, Junge. Nein, noch. No. Katastrophe. Katastrophe gegen Wiesbaden. Oh. Oh, so ein Blödsinn. Aber wir waren nicht mal so ultra bad, ne? Aber eigentlich nur im Mittelfeld. Großkreuz hat auch wieder alles gegeben und dann machen wir einfach. Statistik will ich wahrscheinlich gar nicht angucken, ne? Nee, will ich auch nicht. Wir waren einfach die bessere Mannschaft und verlieren hier 1-3, ne? Katastrophe. Na egal, immerhin Lorch und Lorcher jetzt profitiert sehr davon, dass der Kleefisch weg ist. Ich freue mich auf den Moment, wo wir in der zweiten Saison sind und wirklich mal alle Sachen mit Transfers aus dem Kopf haben, die jetzt noch kommen. Oh, wir haben Manager-Level verloren. Never mind, da sind wir wieder Level 1. Ja, gut. Ja, gut. Naja.
730 haben die, ne? Machen wir erstmal wieder Marcel Risse Fußballgott. Einmal so. Ah, Siebert kann schon wieder spielen, ne? Er sollte auch eigentlich spielen. Auch wenn er geliehen ist, ne? Aber er ist halt auch nur bis Ende des Jahres geliehen. Aber wenn er jetzt noch ein bisschen zulegt bei uns, ne, muss halt jetzt noch ein bisschen an seiner Form wieder arbeiten, hat er eine 65, dann ist er ja mit der beste Innenverteidiger, den wir haben. Unser zentrales Mittelfeld ist einfach absolut on fire. Jetzt mit Risse wieder, aber auf jeden Fall eine legitime Chance. Will mein Handy sich jetzt mit Spotify verbinden? Magst du? Why not? I don't get it. Dann leck mich. Ich wünsche übrigens für deine Zukunft alles Gute. Dankeschön. Und dir übrigens auch. Bin so froh, dass wir wenigstens Sontheimer bei uns haben, ne? Der nicht auch irgendeiner ist, der schon irgendwo anders hingeht. Weiß es nicht. Momentan sehe ich da nicht so den Need drin, mit Chile zu verlängern. Ist zwar gerade super in Form, ne? Aber ja, wenn jemand kommt und ihn haben will, dann würde ich mit ihm gerade verlängern, sonst würde ich mir da Zeit bis zum Ende der Saison lassen. Brauchen unbedingt 3 Trainingseinheiten, ne? Ich hatte ja keinen Zeitdruck, mit Chile zu verlängern. Wir haben ja noch ein paar Monate. Oh, Spotify, du liest meine Gedanken. Dankeschön. Wie immer. Hab mich einfach, Spotify. Aber mit Tükinci haben wir noch eine Rechnung offen, ne? Wahrscheinlich würde ich auch offen bleiben. Was ich beruflich mache, gerade nicht viel. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht so oft online. Würzburger Kickers unter auf. Come on, guys. Siehste? Zeig, was du kannst. I chose you. And I believe in you. Ah, Siebert Großkreuz richtig gut. Torwart auch gut, aber hier Mittelfeld jetzt heute in dem Game absolute Katastrophe. Das muss ein bisschen besser werden. Ach, come on, Junge. Mach doch hier nicht, ey. Wir müssen nicht wie Tottenham spielen, ne? Mach das, Tyroxus. Ich wünsche eine wunderschöne gute Nacht. Ja, Würzburg war aber diesmal auch wirklich besser, ne? Ist nicht so geil, dass wir verloren haben, aber ich denke, unser Saisonziel sollte eh schon safe sein, dass wir irgendwo im Mittelfeld landen. Ich denke, mit dem Abstieg werden wir nicht mehr viel zu tun haben jetzt.
Ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt lohnt, das zu machen, wenn man keine Jugendscouts hat, aber ich mach's trotzdem mal für den Moment, wenn wir Jugendscouts dann haben. Ja, Infrastruktur ist auch noch so ein Ding, ne? Bam, 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 da, 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 da. Aha. Der nächste. Boah, wer in Dortmund hat jetzt irgendwelche krassen Leute in die zweite Mannschaft gepackt, ne? Dann raste ich aber aus, ey. Wäre ein schöner Aufbaugegner, wenn es nicht so wäre. Ja, wenn ihr da so 48er drin habt, dann nehme ich das. 716. Aha. Klar. Ich hasse es. Action Follow. Hello there. Ja, ich wünsche übrigens für deine Zukunft alles Gute, Junge. Zum 400. Mal die Saison. Aber es bringt gut Teamdynamik. Oh, Bubala hat sich zum Führungsspieler entwickelt. Das ist gar nicht so bad. Jetzt haben wir endlich ein Verbindungsglied zwischen Risse und dem Rest. Wie er sich einfach auch zurückentwickelt hat. Ach. Oh, Mai ist aber gar nicht bad, ne? Der hat jetzt schon eine 63. Das ist sehr, sehr gut. Entwickel dich weiter, Bruder. Nächstes Jahr ist er dann auf jeden Fall bei uns in der Mannschaft. Sehr schön. Das Geile an so einer Karriere hier, wenn man halt so ein bisschen weiter unten startet, ne? Diese Laien, ne, von jungen Spielern, auch wenn das nur 5-Sterne-Talente sind, die sind so worth. Weil sobald die sich über, sag ich jetzt mal, 60 entwickeln, kannst du die echt schon sehr, sehr gut gebrauchen. Nase kribbelt. Ah. Erstmal ein paar Mentoren hier jonglieren. Oh. Warum sind denn die guten Talente immer schnell zufrieden, ey?
Und ich hoffe, ab nächster Saison ist unsere B-Jugend dann auch in dem Ligasystem drin, ne? Sind ja jetzt noch nicht. A-Jugend wird absteigen, weil sie nur aufs Maul bekommt, aber ist ja nicht so schlimm. Lego. Bisschen schwächer sind wir, aber wir gehen erstmal durch Lorch und Günther Schmidt bei 1 in Führung. Wieder tückisch. Spiel ist aber nicht schlecht, ne? Wir haben einen ziemlich gute Durchschnitt. Also Großkreuz, muss ich sagen, gefällt mir echt insane, ne? Er macht echt gute Games bei uns. Ist er auch wieder gut unterwegs. Er könnte mal 7 Führungsqualität erreichen. Komm einfach, ach Mann. Komm an, einfach noch das 2-2, echt. Werd bekloppt, ey. Das wäre echt wichtig gewesen, gegen Dortmund hier zu gewinnen. Hätten wir wenigstens ein bisschen aufgeholt. Sontheimer schon wieder mit einer richtig guten Note. Der Kerl ist, der carried uns so durch die Saison. Wir waren schon wieder so gut, ne? Hat aber leider nur zum Unentschieden gereicht. Super bitter. Gibt es da die ein oder andere Talenterhöhung, maybe? Nee, könnte. Ja, hier könnte, ne? Auf 6 ist dann schon krass. Oh, was? Ich habe die immer noch nicht ausgemacht, ne? Ja. Mir scheißegal. Dankeschön. Moral alle. Ach, scheiß auf Fanbeliebtheit. Die beiden sind einfach wirklich richtig, richtig gut, ne? Imagine Sontheimer kriegt nochmal eine Talenterhöhung auf 6. Fände ich cool. Ich hoffe ja tatsächlich, dass irgendwie jetzt mal so die Auf- und Abwertung dann ein bisschen besser wird. Ach, Stimmung ist nicht so gut, ne? War mal eine Feier. Aber ich glaube, bei uns ist es tatsächlich besser, wenn wir einfach ein Freundschaftsspiel machen. Als eine Feier. Einfach irgendeinen unterklassigen Verein richtig wegbömsen. Willst du auch mal schlafen? Mach das, Jonas, mach das. Naja, 500.000 noch nicht. Jawohl, 2 Stimmungspunkte. Wunderschön. Schlaf gut, Jonas. Ade, Ade. Ah, Thiele verletzt schon wieder, ne? Und Günther Schmidt verletzt, Nasenbeinbruch. Oh, Jungs. Was macht denn ihr alle immer? Aber die Frische und Fitness klappt jetzt richtig gut, ey. Das klappt jetzt auf jeden Fall wunderbar, ey. Die 10 Moralpunkte nehme ich immer gratis mit, dass man das einfach so oft sagen kann zu den Leuten, ne? Das ist so wild.
Ah, jetzt ist Großkreuz hier. Ah, fühle ich auch. Ja, dann gegen Magdeburg, ne? 709, 718 haben wir gerade. Auf dem Papier sind wir ein bisschen besser. Waren wir eben aber auch, ne? Haben trotzdem verloren. Jawohl. Rüde, Junge. Voller Gerisse. Ja, Stimmung ist momentan echt so ein bisschen bad. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht doch mal ein Freundschaftsspiel einfach machen und irgendwen wegmachen. Komm, mach noch eins. Ja. Sontheimer wieder, Junge. Ach ja, der ist, ist eine Legende schon. Immer wieder die knappen Dinger. War jetzt kein so geiles Game, das wir gemacht haben, aber trotzdem gefightet. 90. Minute nochmal ein Tor gemacht. Oh, wild. Ja, Hauptsache, wir haben hier mit da unten nichts zu tun. Solange wir uns hier irgendwo im Mittelfeld die Saison bewegen, ist alles wunderbar. Unser bester Torschütze ist Sontheimer. Oh, der hat sich so gemacht, die Saison. Das ist so wunderschön. Nope. Ah, wieder Level 2. Würde ich aber auch meinen. Aber das Mindeste. Ist ja auch das Mindeste. Kommt Türkünçü wieder. Türkünçü, glaube ich. Ja, kann sein. Restprogramm. Ja, Mittelfeld wird es auf jeden Fall. Also mit dem Abstieg werden wir nichts mehr zu tun haben, denke ich. Hoffe ich. Nochmal gegen Meppen. Hier wird halt nochmal knapp, ne? Das sind alles Games, auch alleine. Boah, Lautern. 742? Und die sind nächste Saison wahrscheinlich. Also, ich hoffe, die schaffen das noch, nach da oben zu kommen, ne? Also, könnt ihr bitte in die zweite Liga gehen? Ist ja verrückt, ey. Ja, gibt so ein paar, die hier wirklich noch mal um einiges stärker sind als wir noch. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft, so wie sie ist. Ich meine, es werden noch ein paar Leute gehen. Ne? Siebert wird wieder gehen. Unter anderem der Torwart wird wieder gehen. Ich habe ja jetzt schon so ziemlich geguckt, dass ich so wenig wie möglich die Leihspieler bevorzuge, sondern eher die Leute spielen lasse, die zu unserem Kader gehören. Ja. Und ich hoffe, wir können nächste Saison mal selber ein paar vernünftige Laien machen. Also die einzige Laie, die für mich gerade wirklich Sinn macht, ist Siebert. Ich nehme das mit. Gratis Teamdynamik. Das kann ich sogar geliehenen Spielern immer wieder sagen. Immer und immer und immer wieder. Und das sind immer wieder 10 Moral, 5 oder 10 Moralpunkte. Aber rettet uns gerade so ein bisschen den Hintern. So, wir haben jetzt eine 13er Stimmung. Wir haben das Hinspiel übrigens 3-0 verloren, ne? Jetzt sind wir ein bisschen stärker. Ist noch verletzt, Günther Schmidt. Ist er nicht.
Das heißt, er spielt. Dieses Mentoren-Jonglieren hier die ganze Zeit, ne, weil irgendwie jeder jedem irgendwas beibringen kann. Warte ich gerade kurz. Er kann halt einfach immer noch Mentor sein, ne? Für lange Pässe. Absolut wild. Ja, gehen wir rein, ne? Oder auch noch nicht. Oh, Mitgliederkampagne. Wir haben 285 neue Mitglieder bekommen. Wie viel haben wir denn jetzt? 908. 17. der Liga. Wir haben ein bisschen was aufzuholen, ne? Ein klein wenig was haben wir aufzuholen. Let's go, Junge. Nochmal 3 Punkte holen, bitte. Ja, könnte noch ein bisschen besser sein, ne? Ach, verdammt, ey. Schon wieder unentschieden gespielt. Aber wir sind halt 12 Punkte weg, ne, vom Abstieg. It's all good. Solange wir in der Liga bleiben, ist alles gut. Nach dem Start in die Saison nehme ich das mit Handkuss. Absolut. Und wieder Level 1. Ob wir uns mal über Level 2 hinaus bewegen werden. Aber nächstes Spiel gegen Meppen wird auf jeden Fall ein Sieg werden. Also gegen Meppen müssen wir gewinnen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal 3 Punkte holen. Alles andere wäre echt ein bisschen bad. Sogar sehr bad. Bei Meppen ist 19. Das ist auch immer so ein bisschen schwierig dann, ne? Aber wir machen das schon. I believe. Lol. Warum wurde ich denn da nicht gefragt, hör mal? Ey. Haben sie sich so schnell weiterentwickelt? Anscheinend. Das ist ja wild. Wörtner? Glaube nicht. An den Namen würde ich mich, glaube ich, erinnern. Glaube nicht. Nee. Mm-mm.
Jetzt nochmal bitte so ein richtig geiles Game gegen Mappen, bitte. Alleine für die Stimmung. Wäre wunderschön, wunderbar. Einfach schön. Wäre ich sehr für. War jetzt nicht gut für dein Alter, Großkreuz. Ja, jedem wird hier der Abschied. Mit so einem Manager wird mir der Abschied auch schwerfallen. So, let's go. Ist das unzufrieden? Ja gut, da werden die den wahrscheinlich ablösefrei bekommen. Die Saison müssen wir, glaube ich, mit allem leben, was uns da entgegengeworfen wird. Dabei doch, oder? Wer? War das nicht Rossmann? Das war gerade Rossmann. Ach doch, da! Der Ersatztorwart, ja, den habe ich gerade nicht gesehen, aber der ist halt nur zur Leihe. Ja, aber doch, der ist gerade noch da, ja. Aber er ist halt nur zur Leihe. Habe ich gar nicht gesehen, Junge. Ich habe ihn einfach voll überlesen. Sehr verrückt. Komm, jetzt macht aber mal Mappen hier, komm. Der Schmidt, Junge. Ey, es kann... Hallo, Mannschaft. Können wir jetzt bitte nicht aufs Maul bekommen vom Mappen? Danke. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Danke. Ich muss nur oft genug sagen. Marcel Risse, Junge. Wieder mit der Vorlage, ey. Wieder zwei Vorlagen gemacht. Günther Schmidt mit zwei Buden. Sontheimer wieder mit einer 2. 3-2 gegen Mappen gewonnen, ey. Viel zu close. Waren wieder ziemlich gut, ey. Chancenverwertung ist aber noch nicht so unseres. Jetzt hat Dortmund auch noch verloren. Ah, ich glaube, der 10. Platz wird aber ziemlich schwer zu bekommen, ne? Er wird ziemlich schwer zu bekommen. Aber ist nicht schlimm. 11. nehme ich auch. Und wieder Level 2. Ja, wechselt ablösefrei. Schade. Aber naja. Müssen echt nächste Saison mal ein bisschen... Also ich glaube, Kaderplanung nächste Saison wird etwas schwierig, aber trotzdem... Sehr, sehr wichtig. Wie viele Laien wir einfach haben, ne? Oh, wenn ich den für 1 Million kriegen würde, ne? Das wäre halt... Wir könnten versuchen, die Leihe noch im Jahr zu verlängern, aber für 1 Million würde ich den halt sowas von mit Handkuss nehmen, ne? Die Spiele würde er lieber zurückgehen, aufgrund dessen, dass er verletzt war und nicht so viel gespielt hat. Ja, werden die niemals annehmen für 1 Million. Let's try this. Ach so. Na dann das. Na dann leck mich. Ja, Mai hat sich echt bis jetzt gut weiterentwickelt. Muss immer denken, dass, also immer bedenken, dass das nur eine halbe Saison war. Na, die war nicht so erfolgreich, die Laie. Auch ganz gut. 3 Punkte. Nicht schlecht.
Ich meine, die sind immer noch alle nicht auf dem Stand, dass sie dritte Liga spielen sollten. Drei Unentschieden werden prognostiziert für uns. Na, schauen wir mal. Also unsere Form in der Mannschaft ist wirklich gut, ne? Die Stimmung ist gerade auch wieder ein bisschen besser. Dadurch, dass wir jetzt noch dann sehr close gewonnen haben. Aber die Saison ist auf jeden Fall erfolgreich. Ziel wurde erreicht, Mittelfeld. Ich meine, man muss halt immer im Hinterkopf, Snoopy, was geht? Grüße, einen wunderschönen guten Abend. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass ich halt von 1.7. bis 10.9. habe ich simuliert. Zu dem Stand waren wir halt 19. Ne? Da haben wir richtig aufs Maul bekommen am Anfang. Hinrunde war eine Katastrophe. Die Mannschaft war gefühlt überhaupt nicht ready für die dritte Liga. Also so gar nicht ready für die dritte. Und dann haben wir uns bis zum Winter gestruggelt. Und ab dem Winter haben wir echt besser gespielt. Wir haben einige Transfers machen können. Ne? Ich habe ja auch einen Kredit aufgenommen, den wir jetzt über eine lange Zeit abbezahlen werden. Hoffentlich können wir den früher abbezahlen, als er fällig wird, komplett. Den könnten wir zum Beispiel, glaube ich, schon komplett abbezahlen, wenn wir in die zweite Bundesliga aufsteigen würden. Aber ab nächster Saison erstmal eine vernünftige Kaderplanung machen. Mit den Leuten, die halt dann auch mal nicht geliehen sind. Vielleicht kriegen wir am Anfang der Saison die ein oder andere Leihe, die uns weiterbringt. Ich meine, die meisten Transfers, die diese Saison durchgegangen sind, damit hatte ich ja gar nichts zu tun. Viele, viele Leihen, viele unnötige Leihen dabei gewesen. Viele Wechsel, die dann auch im Winter noch waren und so. Das war alles sehr, sehr, sehr weird hier bei Victoria. Und ab der nächsten Saison haben wir dann endlich mal wirklich, dass wir von Anfang an alle Transfers, die wir machen, können wir selber tätigen. Ich bin auch so ein bisschen auf die Budgets gespannt. Da müssen wir mal gucken, wie die aussehen werden. Das Rot war sehr hell. Jawohl, Junge. Kommt. Den Kritikern ins Gesicht, Junge. Die uns hier in 1-1 prognostiziert haben. Boah, Youssef, Junge. Youssef geht ja so oder so. Ne, nächste Saison. Es wird auch ein herber Verlust werden. Jawohl, Junge, 3-1. Ein Gegentor war 4-1, Junge. 5-1, was ist heute los? Alles FC. Who's dead? Boah, vielleicht können wir uns sogar noch den 10. Platz holen. Absolut. Das wäre perfektes Saisonziel erreicht. Oh, die hat eine rote Karte deswegen. Ja, geil, Alter. Rühle erstmal mit 3 Buden, ey. Den haben wir übrigens im Winter geholt. Genauso wie ihn hier. Sehr, sehr schön. Wir haben am Anfang der Saison simuliert. Die Formation sieht sehr exploity aus. Was meinst du damit? Die habe ich einfach nur am Anfang der Saison einfach nur wild zusammengeschoben. Ich dachte, sie passt auf die Formation. Also auf die Mannschaft. Weil wir hatten eine hängende Spitze und ich wusste nicht, wohin mit der hängenden Spitze. Deswegen habe ich irgendwie ein 4-2-4 gemacht. Irgendwie sowas in der Art. Also ich habe es wirklich, also keine Ahnung, ob es Exploiten ist oder so, aber also wenn das ein Exploit wäre, ne, dann wären wir, glaube ich, wären wir nicht so am Struggeln. Ich habe die halt legit, habe ich einfach nur so, ja, komm, dann den noch ein bisschen zurück, den dahin, den so ein bisschen nach vorne. Erinnert mich aber auch tatsächlich sehr an eine Formation, die ich mal gespielt habe.
Und wir haben am Anfang simuliert, weil ich habe schon mal, also am Freitag, glaube ich, habe ich die Victoria-Karriere angefangen. Haben wir die heute im Stream weitergespielt, aber die ist immer am 10. September, hat die sich aufgehangen. Und ich habe versucht, drüber zu simulieren und alles sowas hat nicht geholfen. Hat sich immer wieder aufgehangen. Habe ich eine neue Karriere gestartet, wieder mit der Victoria, und habe halt vom 1.7. direkt bis zum 10. September durchsimuliert. In der Hoffnung, dass es nicht abstürzt. Und als es nicht abgestürzt ist, habe ich die Karriere einfach genommen. Das heißt, wir konnten halt am Anfang keine Vorbereitungen selber machen und wir haben keine Transfers gemacht und wir haben eine neue Partnerin. I don't know. Sei irritiert. Neue Partnerin und Katastrophe, Junge. One Piece. Taktik ist bei mir immer kritisch. Ich mache die Taktik ja nicht mal selber. Ich lasse den Co-Trainer machen. Oh, jetzt kriegen wir erstmal von Lautern richtig aufs Maul, ne? Ah, aber unsere Form ist wirklich insane. Ja, so spiele ich immer. Ich spiele eigentlich immer mehr so als Manager-Sportdirektor, was auch immer. Ich mache überall so ein bisschen, habe ich meine Finger drin, aber viel lasse ich auch die KI übernehmen. Warum ist das eigentlich schon wieder raus hier? Oh, wir haben einen zweiten, der 6 hat. Grüne. Nice. Ist er denn auch in der Hierarchie irgendwie dabei? Ja, ist er hier unter einflussreiche Spieler. Ah, das sieht auch immer besser aus, ne? Ja, Youssef müssen wir nächste Saison verkaufen. Ich hoffe, der steigert sich noch so ein bisschen. So ein Stück. Das wäre wunderbar. Wenn er da wenigstens noch so, keine Ahnung, 1-2 Stärkepunkte oben drauf bekommen würde, Marktwert über 1 Million, there go. Dann verkaufen wir den für 2 und haben schon mal wieder ein bisschen Luft zum Atmen, was die Finanzen angeht. Muss man ja auch bedenken, ne? Ich habe einen Kredit aufgenommen, weil wir alleine bei Gehaltsbudget waren wir bei minus 1 Million. Weil ich keinen Bock hatte, in der Karriere unterzugehen komplett. War der Kredit eine sehr, sehr gute Maßnahme. Die Form ist echt insane, die wir haben, ne? Könnte sein, dass die Formation echt ein bisschen stark ist, aber das werden wir beobachten. Meinst du mit der Victoria oder was? Oder generell die Formation? Komm. Ein Bluttag, ein Schwerttag, Sondheimer, Erlingas. Ach, komm, hör doch auf, ey. Wir haben es schon mal geschafft. Ach komm, ich hasse Lautern. Als Sportdirektor, ja. Ja, ich mache halt alles irgendwo. Ich mache zum Beispiel, ich kann es gleich mal zeigen, was ich alles mache. Also dafür, dass Lautern halt die um einige stärkere Mannschaft ist, nochmal, war das eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ach, die haben schon wieder unentschieden gespielt. Wenn wir gewonnen, wäre das unser 10. gewesen, ey. Wir haben eine bessere Tordifferenz als Dortmunds 2. Aber wir sind ziemlich fair, ne? Oh, Würzburger Kickers geht hoch. GG. Ja, werden wir mal gucken, ne? Also ich weiß es nicht. Vorstand. Seid mal froh, was ich hier für euch mache. Seid mal lieber froh. Ich meine, ich habe in den letzten, zu den letzten 2 Saisons, habe ich den Verein schon mal immerhin einen Platz nach vorne gebracht, ne? Und das mit der Gurkentruppe, die ihr mir vorgesetzt habt. Wir müssen aber unbedingt dieses Gehaltsgefüge in den Griff bekommen, ne? Das ist was mich richtig triggert, ne?
Ich wollte gerade zeigen, was ich mache. Na, hier Taktik und so, ich mache halt Aufstellungen und sowas. Ne, habe ich gerne ein Auge drüber. Taktik, Aufgaben und sowas macht der Co. Ich mache die Trainingsziele. Wenn wir drei Trainingsgruppen hätten, würde ich auch die Trainingsgruppen machen. Und ich verschiebe halt zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ja, hier mache ich auch immer so ein bisschen was. Testspiele und sowas. Ich habe überall meine Finger drinne. Bauleiter mache ich eigentlich immer selber. Weil ich gerne in meiner Reihenfolge baue, die ganzen Sachen und so, ne? Aber ich spiele den Fußballmanager mittlerweile sehr, sehr gerne aus der Perspektive, dass ich halt einfach darauf angewiesen bin, was mein Co-Trainer oder in meinem Fall mein Trainer dann macht. Kann man, glaube ich, so sagen. Übrigens, danke für den Follow. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Meinst du sowas wie, keine Ahnung, Island oder Schweden oder irgendwie? Also ich habe meine Karriere auf den Färöerinseln gemacht. Das war sehr witzig. Ja, Dänemark ist auch sehr schön, ne? Moin, Tarabt. Einen wunderschönen guten Abend. Bah, bah, bah. Jetzt kriegen wir nochmal von Braunschweig auch aufs Maul. Ist mir egal, wir sind eh Elfter. mehr brauchen wir gar nicht erreichen. Das ist echt wunderschön, dass wir nochmal wenigstens so das eine Stück aufgedreht haben. Dieses eine Stück in Richtung Mittelfeld. Da hatten wir ja diese eine Series, wo wir dann wirklich, wo wir 6 Spiele oder so in Folge gewonnen haben. Das war schon sehr, sehr gut von der Mannschaft. Auch wunderschön, dass wir das so umgesetzt bekommen haben. Jetzt am Ende würde ich sagen, ballern wir noch ein paar Zeit. Oh, wir ballern hier einfach noch so ein paar Freundschaftsspiele rein. Können wir noch ein bisschen rotieren. Noch ein paar Spiele zum Ende. Machen wir hier so Pressezeugs und so noch in der Woche. Aber hier Urlaubsbeginn, Mannschaft hat hart gearbeitet und dann können alle schön die WM genießen. Ja, naja, ja, einige haben weirde Regeln. Was halt in solchen Ligen nur immer ziemlich nervig ist, würde ich sagen, ist, dass wenn du einmal. Also wenn du es durchgehend schaffst, erfolgreich zu sein, bist du in solchen Ligen doch recht schnell ziemlich stark, würde ich sagen. Come on. Ah, es gibt halt leider noch ein paar Mannschaften in der Liga, die halt echt um einiges besser sind als wir, ne? Wenn wir die Hinrunde nicht so reingekackt hätten, dann wären wir irgendwo hier oben, ne? Bei Türkgücü oder bei Osnabrück oder so. Aber ich bin mit 52 Punkten, bin ich durchaus sehr, sehr zufrieden.
gibt halt einfach Mannschaften, die sind nochmal um einiges besser. Aktuell. Und wir spielen ja gar nicht schlecht, ne? Wir müssen nur mal was in unserer Chancenverwertung tun. Ja, für die erste Saison bin ich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Oh komm, das muss doch der sechste Talentstern für Sontheimer sein. Die gehen noch weiter runter. Jungs, ich bin doch safe. Auf was freut sich denn Großkreuz? Lewandowski und Haaland. Haaland wechselt ja jetzt dann auch zu City. Irgendwie ist mir das Lied ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ja, lassen wir nochmal alle so ein bisschen spielen, ne? Die jetzt nicht so wirklich viel gespielt haben, jetzt so in den letzten 4 Games der Saison. Impact Kopf, was geht? Hallo Totti. Einen wunderschönen guten Abend. Shoutout an die österreichische Liga, wo der erste Platz nicht zwingend Meister wird, ja. Lego, guys. Wo geht da, wo ist Draxler denn hin? Ich habe einfach nur also von FM-Zocker das Update und ich glaube im Hotfix oder im Update 1.2, eins von beiden, waren ein paar Transfers mit drin. Er hat sich natürlich verletzt. Muss halt allerdings nochmal die Datenbank dann ins Spiel einbinden. Komm. Oh, Fußballgott. Okay, das war schlechter, als ich gedacht hätte. Oje, oh oje, oh oje, oh oje, oh oje. Oh. Hast du das Tor gemacht? Basieren momentan, ja, sehr gut. Sehr geil. Was geht, Tim? Ja, absolut. Marcel Risse, Fußballgott. Präzise Vorlagen, was willst du mehr? Let's go. Was willst du mehr? Aber war jetzt keine Talenterhöhung dabei, ne? Oh. Keine Talenterhöhung für Sontheimer. Ah, nicht schlimm. Wir gehen gleich schön noch mal ein bisschen WM gucken, ne? Oh, ist doch ein geiles Game hier. Teamwork 17. Ja. Ja. Aber sammeln ein paar Leute auch nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein, ein bisschen Spielpraxis. Einfach so ein paar Freundschaftsspiele am Ende der Saison. Ich wollte jetzt aber gerade nochmal nachgucken. Ich würde nämlich jetzt gerade, Möller geht hier, ne? Er geht, Siebert geht, Möller geht. Arsaler geht. Osman geht ablösefrei. Und Thiele werden wir mal verlängern. Für mindestens 3 Jahre. Aber nicht als Stammspieler, Bruder. Selbst wenn ich dir noch eine Option gebe. Aber es sind einige Leute, die wir nächste Saison ersetzen müssen, ne? Plus unseren Linksaußen.
Das wird eine Aufgabe der nächsten Saison. Ich hasse es, wenn Mannschaften so sehr auf Leihspieler beruhen, ne? Irgendwann haben wir hier auch Spieler. Ist das so? Ich habe sehr wenig vom Badeschlampen verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Muss ich zu meiner Schande gestehen. So ein paar Sachen habe ich geguckt, aber nicht alles. Ja, aber da werden wir uns nächste Saison mit befassen, ne? Das ist jetzt noch kein Thema. Et kühlt, wenn et kühlt. Heißt, et kühlt wie et kühlt, ne? Aber ich weiß. Wir befassen uns damit, wenn es soweit ist. Nächste Saison. Alles in Ruhe. Wir lassen uns schön ein bisschen Zeit damit. Super letztes Spiel, Bruder. Wir haben hier gar keinen Druck. Ja, wünsche für deine Zukunft übrigens nochmal alles gut. Höchste Disziplin. Apropos Disziplin, wie sieht die eigentlich bei uns aus? Normal. Könnt man den Strafenkatalog auf hart stellen? Aber unsere Mannschaft ist ja so auch schon recht fair, ne? Fairer als Tottenham. Wunderschön. Let's go to City, ne? Achso, ich wollte mal nach Draxler gucken, ne? Nee, Draxler ist nicht drin, ne? Die Form. Yikes. Darf Möller nochmal, bevor er zurück zu Arsenal geht, noch ein bisschen was ballern hier. Ja, ne? Real Madrid. Ob wir die da wegholen in der Karriere, weiß ich nicht, aber Möller heute mit 4 Toren, ne? Ja, die kommen dann alle im, die neuen Transfers sind ja dann sowieso alle im neuen FM, der dann irgendwann hoffentlich nächstes Jahr kommt. Hoffentlich, wenn FM-Zocker sich, ach so, lol. Da war sein Bruder einfach. Hat er gespielt? I don't know. Oh. Stimmung verbessert sich. Ja, wir hatten jetzt keine so schlimme Stimmung, Gregor, ne? Aber irre. Ja, natürlich. Hättest du nicht irgendwen Besseres finden können? Nur ein Stück? So ein Müh?
Knebelvertrag. Ja. Ja. Ey, ist das ne, der hat eine 40. Was soll ich ihm denn geben? Weiß ich doch nicht, Mann. Frag mich doch nicht alle solche schweren Sachen. Cool. Oh, 7 Trikots verkauft. Wir sind reich. Ja, Sontheimer einfach insane gewesen, ne, die Saison. Absolut insane gewesen. Nice. Saison ist zum Glück vorbei. Wow. Really? Wir waren noch voll gut, Mann. Das wird hier gar nicht appreciated. Dass wir noch echt gut waren in der Rückrunde. Also für diese katastrophale Hinrunde war das echt eine sehr solide Rückrunde. Und das wird hier überhaupt nicht gewertschätzt, ne? Mitarbeiter nimmt Angebot ab. Ja, dann suchen wir halt einen neuen in der nächsten Saison. Was ist dein Problem, Junge? Aber das ist einfach der beste Mitarbeiter, den wir haben, ne? Ah, du kannst gar nichts, Junge. Ich finde bessere nächste Saison. Safe. Safe, safe, safe. Ja, dann schauen wir mal, ne? Was hier Marokko gewinnt hier gegen Niederlande. Boah, und ohne Scheiß. Oh, England ist gar nicht dabei, oder was? Bin ich blind? Doch, England ist hier. Wollte gerade sagen, wehe, England reißt hier irgendwas. Wehe, England reißt hier irgendetwas in dieser WM, ne? Die haben es bei uns in der Tottenham-Karriere nicht mal hinbekommen, irgendwie mit all unseren starken Spielern irgendwas zu reißen, ja. Japan einfach Erster. England kriegt voll aufs Maul. Oh Gott, England, Junge, Southgate, was ist da los, ey? Ja, mal gucken, ne? Mal gucken, was wir so für Legenden zu uns in die Mannschaft bekommen, ey. Aber die haben alle angenommen, ne? Sehr schön. Mission zweite Mannschaft läuft. Und Mission Talente ranbringen läuft. Kenne ich doch einen ganz easy Lifehack. Lifehack. Imagine, Japan landet vor Italien. England immer noch Dritter. Ja, sind sie einfach geworden. England einfach raus. Italien einfach raus. Was für Lappen. Deutschland gegen Chile. Japan gegen die Türkei. Würde ich jetzt sagen, hat Japan gar nicht mal so schlechte Karten, ne? Ah, die Türkei hat schon eine starke Mannschaft. Ah, da fehlt so ein Tsubasa Osora, ne? Ja, das ist eh alles noch ein bisschen außer unserer Reichweite, würde ich jetzt mal so meinen. Ba, ba, ba.
Ba, 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 ba. Japan hat echt gewonnen, ey. Japan gegen Spanien jetzt. Deutschland gewinnt, Brasilien gewinnt, Frankreich gewinnt. Okay, Algerien gegen Senegal. Deutschland gegen Portugal. Mal gucken, ob Deutschland mal was reißen kann hier. Bayern, by the way, Meister geworden. Wer hätte das gedacht? Ist hier der Dings eigentlich dann schon drinne? Hallo? Hey, Lewandowski-Transfer zu Barca ist auch noch nicht drinne. Ja, wir sollten einen Marketing-Manager einstellen. I know. Wir haben übrigens Taktik 5 Sterne, weil wir hier alles trainiert haben. Ja, wahrscheinlich, ne? Deutschland gewinnt gegen Portugal, Frankreich gegen Brasilien, Algerien gewinnt gegen Senegal. Algerien im Halbfinale der WM. Die haben aber auch schon ein paar echt gute Leute, ne? Oh, Deutschland verliert gegen Frankreich. Ja, wird der Flick wahrscheinlich wieder seinen Job lassen müssen und dann wird er nie wieder als Trainer eingestellt, wie immer. Dritter gegen Algerien, also Spiel um dritten Platz gegen Algerien, Frankreich gegen Spanien. Ja, versuchen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob ich den für 35.000. Testing im Tor, da haben wir das Problem. Ja? Ja, die nehmen halt den stärksten, ne? Ja, Neuer war im Tor, ne? Ja, Testing ist aber tatsächlich stärker. Oh nein, ich habe das Fußballquiz nicht ausgemacht. Oh, ich werde so versagen. Ich versage immer, weil ich nie aufpasse. Was? In welcher Stadt? Das ist, Lorch ist das. Der derzeit beste Spieler der Welt. Meinen die damit Weltfußballer? Wahrscheinlich, ne? Dann war das Robert Lewandowski. Ja. De Bruyne? Dann meinen sie den stärksten Spieler der Welt. Ja, ne? 100 Euro. Boah, ich hasse das, Chris. Oh, Deutschland ist Dritter geworden. Wupp, wupp. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir nochmal hier ein bisschen was. Und Spanien ist Weltmeister 22 geworden. Ich hätte eher gedacht, dass sich das Frankreich holt. Aber Klaus, ne? Kann man mit der Mannschaft nicht gewinnen, ne? Mach das, Maxi. Mach das. Einen wunderschönen guten Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Nicht schlecht. Da gibt es doch bestimmt noch mal die ein oder anderen Stärkepunkt obendrauf. Rosens. Okay. Ah, coole Elf des Turniers, ne?
Ich meine, Rüdiger Hummels dabei, ein Japaner mit dabei. Wo sind's mit dabei? Ich weiß es nicht, warum der kein Spielerbild hat. War voll der bekannte Spieler. Frag mich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, weil er keins hat. Ja, wunderschön, ne? Enttäuschung England. Wer hätte das gedacht? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Süle hat nochmal plus 2 bekommen. Varane hat auch nochmal 1 plus bekommen. Itakura hat einfach plus 2 bekommen. Ja, Japan hat echt aufgedreht bei der WM, ne? Spanier haben aber auch recht hardcore gut profitiert. Spurs ist vorbei, ja. Wir haben jetzt eine neue Aufgabe. Wir haben alles bei den Spurs geholt, was wir holen können. Also alles Weitere wäre jetzt, glaube ich, dann zu langweilig und eintönig geworden. Das ist wieder ein Nordkoreaner in der Jugend. Bis jetzt leider noch nicht. Leider noch nicht, nein. Ja, macht alle Leihspieler weg. Ich will die gar nicht mehr haben. So, wir haben ein positives Finanzergebnis. Ich glaube, früher oder später sind wir ein bisschen dazu gezwungen, aufzusteigen. Finanziell gesehen. Praktisch verschlechtert. Schlechter als der Tabellenplatz aussagt. Mama. Sei doch mal nicht so fies jetzt hier, Fußballmanager. Was soll denn jetzt diese Aggression? Hey, ich hab doch mein Bestes gegeben. Die Mannschaft hat ihr Bestes gegeben. Hatte ich ja nichts dafür, dass ich bis zum September simulieren musste. Keine Vorbereitung machen durfte. Boah, da habe ich auch richtig Bock drauf, ne? Oh, 48.000. Ah, okay, ist aber gar nicht mal so bad, ne, was wir hier bekommen haben. Fast 1 Million nochmal. Boah, ich freue mich, wenn Persona im, also das Lied gerade ist übrigens aus dem Game Persona 5. Und ich freue mich, wenn Persona im Game Pass ist. Das kommt jetzt bald. Spanien ja jetzt, ne, durch den Sieg. Erster. Die Bräune, Junge. 94 hat der. Ich dachte, die meinen den Weltfußballer im Quiz, Mann. Das hängt mir jetzt schon wieder hinterher. Ich mach das Quiz aus. Erstmal vor allem hier geguckt, wie der Herausforderung werden. Ja. Milan habe ich auch schon gemacht. Es fand ich eine, ja, wir bekommen mal nicht irgendeinen Verein, der uns einfach nur aus dem Leben pflückt. Rostock könnte auch, also wird wahrscheinlich auch recht anstrengend werden, ne? Aber ja, besser als Union Berlin und besser als Leverkusen. Endlich mal machbar. Boah, ich glaube, ich werde dieses Mal, wenn ich Persona anfange, sobald das im Game Pass ist, ne, boah, ich glaube, ich werde da drinnen so versinken, ne, da muss ich echt aufpassen, dass ich mich zurückhalte und regelmäßig streame. Also, ich bei meinem Streamplan bleibe. Persona wird echt schlimm, glaube ich, ey.
Ich mach die Interviews aus. Geh mir auf den Sack. Ja. Let's go. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal so rein. Ja, stimmt, ich hab's voll vergessen. Warum seid ihr denn alle jetzt hier? Naja. Würde Persona dann auch streamen, wenn's geht? Ja, solche Games zocke ich irgendwie lieber nur für mich. Weißt du, weil ich die dann meistens, ich stream dann meistens und zock die dann abends, wenn ich halt chille und so. Ach, Kaderplanung wird eine Katastrophe die Saison schon wieder. Uiuiuiuiui. Wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Boah, ich habe aber richtig Bock auf Persona 5. Ey. Ich habe das schon mal angefangen, aber hab dann aufgehört, weil ich hatte irgendwie die Lust dran verloren. Jetzt habe ich gesehen, das kommt am irgendwann nächsten Monat kommt das im Game Pass. Die PC-Version dafür direkt. Also Persona 5 Royal. Da sehe ich mich dieses Mal auf jeden Fall. Ist so ein chilliges und schönes Game. Ja, dann würde ich aber sagen, sind wir für den Abend auch schon wieder durch, ne? Ich werde auf jeden Fall jetzt schlafen gehen. Mein Hals noch ein bisschen schonen, deswegen bin ich auch ein bisschen leiser heute Abend. Weil nach heute Mittag war ich echt ein bisschen heiser. Sehr heiser. Wir haben einfach schon 7 Stunden Spielzeit, ne, bei Victoria. Das geht so schnell im FM. Ich liebe es. Ich liebe es. So, ich guck mal, ob ich euch noch zu jemandem raiden kann. Ob nicht noch jemand den Fußballmanager macht. Für die Leute, die jetzt noch Bock haben auf ein bisschen Fußballmanager. Ja, hier ist jemand. Ist, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Chat gewesen. Gute Frische. Drei Frische heißt er. Nicht drei Fische. Drei Frische. Rain wir noch rüber, Leute. Ja, und dann würde ich sagen, habt bei ihm noch viel Spaß. Und ja, ich bin dann erstmal raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zusehen nochmal zu der späten Stunde. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt, zur gewohnten Zeit. Wahrscheinlich so gegen 11, würde ich sagen. Bin ich morgen am Stissel. Ja, würde ich sagen. Haut rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Moment. Einen wunderschönen Abend noch. Machen wir schon mal den Raid. Können alle rübergehen. Wenn ihr Bock darauf habt. Und ja.